Hallo, herzlich willkommen zu meinem aktuellen Video. Wetter ist super, kurze Session, 3 Nächte haben wir vor uns. Wir, mein Sohn und ich bin richtig stolz drauf. Da hinten das Boot, da hinten das Zeug, aber das ist heute alles überhaupt kein Problem, weil er hat nämlich die Zauberkräfte. Hallo! Los geht's, Leute! Alles im Boot. Ich sage, der kann zaubern. Super. Alles gut. Einfach gerade fahren. Einfach gerade fahren. So Abstand wieder halten. Dämmerung, erster Fisch am altbekannten Spot, dazu später morgen mehr. Ich möchte ihn gar nicht wiegen, ist mir egal, ist ein toller Fisch, Wahnsinn. Schaut sich das an, Kampfmaschine. Gefangen auf eine neue Köderkombi, sehr dezent, aber bringt unglaublich viele Fische in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Gewässern. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht von dem Erfolg. Aber dazu morgen mehr. Ich kümmere mich jetzt um den Fisch, freue mich. Abendessen, Sohnemann hat Hunger. Ja, Rute lassen wir heraus. Nachdem wir um ca. 19.30 Uhr zwei Ruten gelegt hatten, überraschte uns noch ein zweiter Fisch. Und das Abendessen musste weiter warten. Mittlerweile war es bereits 22 Uhr und wir verzichteten dann, die Ruten neu zu legen. Genossen das Nachtangelverbot mit einer guten Portion Schlaf. Die Fische waren in der Nacht extrem aktiv. Überall gingen Karpfen auf und so konnte ich den Wecker um 4 Uhr früh kaum erwarten. Der Tag startete herrlich auf diesem großen, sehr natürlichen Gewässer. Aber seht selbst, sehr kalt. Morgenstunden kam dann einer der ganz wenigen Spiegler mit einigen sehr wilden, unschönen Verletzungen. Die Fadenalgen in den Wunden waren bereits tief verwachsen. Ich traute mich nicht, diese zu entfernen. Was hättet ihr gemacht? Auf der anderen Seite eindeutig eine Bissspur eines Welses. Nachdem ich die Ruten neu gelegt hatte, lief sie ein paar Minuten später sofort wieder ab. Die Beißfenster waren sehr kurz, aber sehr intensiv. Erster Tag, quasi erste Nacht liegt hinter uns. Mann,
wie viele Fische? Ich weiß es nicht mehr. Tobi steht neben mir. Ich weiß nicht, ob man ihn in der Kamera sieht. Fünf, sechs Fische haben wir gefangen. Sieben. Ja. Ich glaube, das ist nur das. Sieben. Oh, der haut mir mit dem Kopf auf die Eier. Okay. Wo will er hin? Gute Frage. Ins Wasser will er. Also es läuft richtig gut. Wir sitzen genau richtig. Wir haben alles richtig gemacht. Im Moment einer der kleineren Schuppis, die anderen waren, muss ich sagen, besser. Der ist ein bisschen grauer, nicht ganz so goldig wie die anderen. Ja, Zustand von 20er Quillex gekommen. Fisch im Moment so ein bisschen ein Experiment, so ein Kombi-Rig, das ich eigentlich für Frankreich gebaut habe. Wer das Video vom Salakou gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, kann sich es gerne anschauen, wo ich keinen Fisch gefangen habe. Da kann ich euch zeigen, wie man es dort nicht macht. Na, Spaß beiseite. Dieses Rig habe ich eigentlich für Salakou gebaut. Wollte es jetzt hier dann unter fischreicheren Bedingungen auch noch testen, was den Hakensitz und so weiter angeht, weil ich das in letzter Zeit nie gefischt habe. Hat gut geklappt. Für umdrehen. Ja. Wasser geht. Ja. Wenn sie dort ins Wasser gehen, sie wird so zu Anfang und zum in die Höhe wandern. Ja, auch zum Cheaten. Ich wollte nicht schauen, was das ist. Schau mal, hier liegt noch, die ist noch unsere Schere. Mhm. Die haben wir gut platziert. Mhm. Hier ist ein guter Platz. Nee, der ist eh gut. Das ist üblicherweise mein Scheißplatz. Ich setze in letzter Zeit wirklich sehr gerne auf gedeckte Farben. Vor allem ein Braunton hat es mir jetzt im Moment angetan, der sehr ähnlich wie so ein klassischer Fischmehlköder letztlich eigentlich wirkt. Versuche da jetzt einfach wegzugehen im Moment von den hellen, von den grellen Farben. Hab das im Winter. Frühjahr noch mit grellen Farben teilweise probiert, aber auch schon dieses bei der letzten Wintersession, die ja genau auf diesem Spot hier stattgefunden hat, wo ich ja im Februar über 40 Fische hier gefangen habe und davon wirklich einen Großteil mit diesem braunen Pop-Up, weil ja hier noch ein Beuteverbot geherrscht hat in der Winterzeit. Das Beuteverbot gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir haben ja jetzt Mitte Mai und ich hoffe halt einfach, dass die gedeckten Farben wieder mehr Fische bringen. Ich glaube, dass im Frühling viele Leute mit grellen Farben fischen bei den Pop-Ups und die Fische dann so eine gewisse Scheuchwirkung bei den Fischen auch entstehen kann. Wir sind ja in einem sehr natürlichen Gewässer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Scheuchwirkung ist eher gering. Was wir hier das Problem haben, ist eher, dass dann viele Weißfische diese Köder nehmen. Vor allem auch diese Kombination 28 mm Hardhook-Bait mit einem 15 mm Pop-Up wird dann von Döbeln oder von Allanden gern genommen. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da sich nicht den Platz mit Weißfischen im Endeffekt zerstört. Darum weg von diesen gelben, grellen Farben hin zu diesen gedeckten Farben. Übrigens diese Köderkombination auch auf französischen Pelix in letzter Zeit sehr zuverlässig funktioniert. Auf einem anderen Gewässer auch wirklich viele Fische gebracht. Das heißt, es stellt sich schon heraus, dass das Ding gut funktioniert. Als Singleköder auf der einen Seite und aber auch als Schneemann. Und das wollte ich euch einfach ein bisschen näher bringen, dass es im Moment mir Spaß macht, mit der Farbe zu fischen. Das ist ja immer so eine Glaubensfrage auch, woran man gerade glaubt. Ab heute am Nachmittag, weil einfach am tagsüber kein einziger Fisch gelaufen ist. Also wir haben bis um 10 am Vormittag noch Fische gefangen. Und ab dem Zeitpunkt war es dann vorbei. Es war dann einfach super warm, null Wind. Und die Fische machen gar nichts im Moment. Im Gegensatz zur Nacht, wo sie wirklich wie verrückt gesprungen sind überall, haben sie jetzt am Tag jegliche Bewegung eingestellt, kommt mir vor. Also wir haben heute, glaube ich, keinen einzigen Karpfen springen gesehen, so ab der Mittagszeit herum. Und haben dann auf einer Route ein gelbes Poppy montiert, weil mein Sohn sich das gewünscht hat. Süß, gut riechend, das war wichtig.
Das war ihm wichtig und hat sofort eine Praxe gebracht, ja, sofort wieder ausgetauscht gegen eine 24, 28 mm, weiß gar nicht, was wir da jetzt im Moment drauf haben. Und seitdem ist wieder Ruhe. Selektion, wichtig, Weißfische auslassen, wichtig. Kleine Karpfen haben wir jetzt auch nicht da, hat auch gut funktioniert. Ich fütter fast nur große Kugeln im Moment, zwischen 24 und 28 mm, alles gesaugt, attraktiv, 17 Grad Wassertemperatur, alle Fische sind noch nicht durch mit den Laichen. Ein paar werden es noch vor sich haben, Ententeichwetter, gestern war noch Wind am Wasser und Regen, heute und morgen und übermorgen soll es das nicht sein. Dienstag soll ein Wetterwechsel kommen, da sind wir nicht mehr da, wir fahren am Montag nach Hause. Also ich glaube, es wird schwierig. Haltet mal die Daumen, dass das gelingt und dass ich den Junior nicht enttäusche. Das hast du dir gut ausgesucht hier. Ja? Ja, es schaut sehr, sehr gut aus. Der Hintergrund, gell? Da. Ja. Bist du deppert? Das ist meine Kugel. Was ist das? Was hat da rausgekackt? Massig, Felix. Halt mal die Kamera da drauf. Nimm das ganze Stativ. Ja, genau. Schau mal, was da rauskommt. Der hat da schon einen ganzen Schwall rausgeschissen, ganz voll. Geht schon, stellst du dich wieder auf die Kamera? Nicht so weit weg. So, genau. Ich weiß noch gar nicht, wie schwer er ist. Ich hebe ihn jetzt hoch, ja? Ja. Und du machst unten den Kescher weg, okay? Ja, mach ich. Dort nehmen, dort. Und dann einfach wegziehen, ja. Wenn ich sage, ja? Schon weg. Das ist alles voll geschissen. Wahnsinn. Geil. Ah, so. Einmal sauber machen. Ich lege ihn auf die Wiese. Ja, das passt schon. So, dann gibst du mir die Waage her. Beim Hochheben immer aufpassen, schau, dass die Flossen nachher anliegen, weil wenn ich ihn hochhebe und er ist so ein schwerer Fisch, drückt er sich selber die Flossen ab. Jawohl. 21. Kurz mal so hochheben. Ist das ein Weibchen? Ja, ich glaube schon. Junge. Drück mal auf die Kamera unten. Hier unten. Jawohl, Leute, bitte. Yes, endlich wieder ein richtiger Koloss. Und vorher habe ich noch kurz in dem Nachmittagsplauscher, das ich mit euch gehalten habe, gesagt, das braune Pop-up als Snowman, das Quilex Pop-up, das bringt es einfach, das läuft und läuft und läuft. Schaut euch das Gerät an, Leute. Yes! Passt, Tobi? Ja, sehr gut. Soll ich sie ausmachen können, oder? Nein, jetzt machen wir noch kurz die andere Seite. Ein frisches Wasser drauf. Ah, ja. Und einmal noch die andere Seite. Die Wampe an. Guter Schubmann. Viele Fischstäbchen, Tobi. Ah, jawohl. Ah, so. Geh daher. Ziemlich unscharf, dunkel. Jetzt ist gut, ja. Okay. Ich nehme ihn noch einmal hoch. Hopp.
Jawohl, Leute. Ich freue mich. Was für ein Run, ha? Irre, oder Tobi? Ja. Komm, film mich beim Zurücksetzen. Mal kurz warten, weißt du? Dass er da ein bisschen, siehst du, wie da reinpumpt, siehst du das? Ja. Pumpt dann die Kiemendeckeln rein, aber der ist so dick, schon wieder rausschaut. Mit dem Gummistiefel saube ich da vorne ab. Dann halte ich ihn da kurz ein bisschen, dass er sich stabilisieren kann. Die Kleinen gehen oft weg wie nichts, aber die Großen, die brauchen dann schon ein bisschen. Dann schaue ich mal, ob er kippt, auf die Seite kippt. Aber jetzt atmet er schon gut, ha? Schau, wie er ruhig steht. Schön, ha? Ja. Der mag nicht weg. Der ist müde, dabei war der Drill echt. Der ist hochgekommen. Ich habe gesehen, das ist ein großer Fisch. Und habe ihn sofort gecashert. Und gedacht, okay, kein Risiko. Dabei war er eben mega gehakt. Der ist voller Laich, ist alles ganz weich, sicher viel gut vollgefressen, aber auch gut leicht noch, also die sind noch nicht durch, vor allem die Großen nicht, oft kommen die Großen später, die Kleinen fangen an mit den Laichen und die Großen kommen ein bisschen später, brauchen mehr Temperatur, dass sie ins Laufen kommen. Jetzt haben wir gerade 17, es waren schon einmal 20 da. Ich glaube nicht, dass das nur voll gefressen ist. Jetzt geht er, Schatz. Jetzt checkt das. Ciao, ciao. Tschüss. Yeah! Manchmal braucht man einfach nicht viel reden. Katastrophe. Ich glaube, ich war jetzt gerade dabei, wer versucht, den Fisch für euch in die Kamera zu halten. Ist die andere Route wieder abgelaufen. Der Fisch ist zu mir her, rechts in ein Hindernis hinein. Von dem Spot ist das noch nie in diesen Baum reingeschwommen. Also unglaublichen Speed musste da diesen Baum angesteuert haben, diesen Unterwasser, dieses Hindernis angesteuert haben. Habe ich gestern in der Dämmerung einen Fisch perfekt noch dort befreien können, guten Fisch. Und der ist jetzt auf der Schlagschnur gerissen. Ich hasse es. Naja, ich zeige euch jetzt mal den. Zweite Nacht liegt hinter mir. Bei irgendwem extrem viel Mais am Spot gefressen. Auf jeden Fall nicht bei mir. Scheinbar ungekochten, ungequollenen Mais. Die kommen teilweise ganz wieder raus, die Körner. Ganz großen Schuppe. Montage wieder dasselbe, längeres Haar und langes Vorfach, ca. 30 cm würde ich sagen. Auch ein bisschen eine Änderung zu dem,
Das ist normalerweise Fisch. Normalerweise fische ich kürzere Vorfächer. Naja, starten wir den Tag und hoffen wir, dass der mehr Fisch bringt als gestern. Gestern war ja tagsüber tote Hose. Ich bin jetzt gerade dabei, die Ruten neu zu montieren. Zwei Ruten habe ich schon montiert. Die dritte, die für den Tobi, muss ich noch neu montieren. Schlagschnüre neu machen. Ist alles kaputt. Den letzten Fischen normal ist abverlangt. Draußen, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, ich hätte wahnsinnig gerne ein großes Objektiv, um euch das einzufangen. Und auch links beim Auslegen der letzten Route unglaublich viel Blasen am Spot. Jetzt gerade ein Fisch gedreht, direkt über den Rigs. Ich glaube, es ist echt nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Fisch abläuft. Ich glaube, sie sind jetzt richtig drauf am Futter. Habe jetzt auch vor meiner Stunde circa ein bisschen mehr gefüttert. Also wirklich, weiß nicht, vielleicht 10 Schaufeln. Also das ist in Wirklichkeit eh nichts, aber mehr als was ich normalerweise fütter, wenn ich nur so spotweise 2 Schaufeln pro Rute beim Ablegen hinlege. Bin noch einmal so 10 Schaufeln großflächig drüber verteilt. Es ist jetzt auch halt richtig gute Beißzeit. Die Kamera an? Ja, mach. Soll ich irgendwas machen? Nein, gar nicht. Ja, die sind verheddert, die 2 Schnüre jetzt. Ein paar Worte zum Futter, das ich bei dieser Session verwende. Ist eigentlich nichts Besonderes, eigentlich relativ standardmäßig. Ich habe einen Eimer voll gemischte Größen gemacht. Ich glaube, es sind vereinzelt 20 mm Boilies dabei. 24 mm Boilies gemischt, und zwar Scopets, circa ein Drittel würde ich mal sagen. Der Rest ist Quillex. Gesaugt mit Blattwurm und GLM-Liquid. Ich mische die 2 immer ganz gerne, also eine gute Kombination. Zusätzlich habe ich in einem extra Eimer noch 28 mm Quillex gesaugt mit Blattwurm-Liquid, dass ich noch ein bisschen pimp mit gecrushten Kugeln, die male ich mal so klein. Einfach was überbleibt bei den Sessions. Oder auf was ich gerade Lust habe, ein bisschen Farbakzente reinsetzen. Das mische ich dann dazu. Da sind ein paar Tigernüsse dabei, ein paar gecrushte Tigernüsse. Aber relativ wenig, 90% würde ich mal sagen, ist Boilie Crush. Den gebe ich mir dann zu den 28 mm Boilies dazu. Beziehungsweise je nachdem kann ich die auch so mal eine Handvoll über den Spot verteilen. So habe ich es bei der Session jetzt angelegt. Die kleineren Größen verwende ich eigentlich so quasi, um den großen Futterplatz zu präparieren. Die 28 mm Quillex Boilies, die verteile ich immer so nach jedem Fisch 5-6 Stück großflächig, manchmal 10 Stück großflächig, je nach Lust und Laune, manchmal eine Schaufel voll von dem Boilie Crush drüber, direkt über die Montage. Das hat im Moment ganz gut funktioniert im Endeffekt. Es ist schon, also wenn man dann so hochattraktiv fischt, wie ich es jetzt mache, ist natürlich schon die Weißfischaktivität am Spot groß, waren jetzt ein paar Fische dabei, vor allem immer, wenn ich eigentlich ausschließlich, wenn ich Kombination mit einem Schneemann fisch, dann waren Döbel dabei, Rapfen war dabei. Ja, schon ein paar Weißfische Praxis haben wir gefangen auf ein einzelnes gelbes Pop-up. Ja, das ist dann klar, das geht dann Hand in Hand. Also da müssten wir auf dem Gewässer dann einfach das ganze Kleinzeug, die ganze Attraktivität komplett weglassen. Dann hätten wir diese Fische auch nicht. Aber ich glaube, dass uns das schon so ganz gut jetzt durch diese schwierige Wetterphase durchgeführt hat. Vielleicht zum Abschluss, weil ich das oft gefragt werde, wie lange ich meine Boilies soaken lasse. Wir haben dazu
bei den einzelnen Produkten auf der Webseite, bei den einzelnen Boilies-Sorten da recht genaue Angaben, wie viel Liquid aufgenommen wird von den Boilies. Ist ein bisschen abhängig davon, wie viel Liquid wir beim Verarbeiten in die Boilies mit einarbeiten. Die Aufnahmefähigkeit ist davon abhängig im Endeffekt letztlich. Also während zum Beispiel bei der Squeever der höchste Anteil an Liquid bereits verarbeitet ist, da geht am wenigsten rein, sage ich einmal. Geht zum Beispiel bei der Quilex recht viel rein, weil da arbeiten wir wenig mit Liquid, eigentlich hauptsächlich mit Öl. Da geht irgendwie mehr rein vom Mix her. Und je nachdem, ich sage jetzt mal, ich lasse so einen Kübel meistens eine Woche soaken und vor sich hinziehen in einem kühlen Raum, nicht in der prallen Sonne, dann ist das überhaupt kein Thema, funktioniert super. Kann man auch über 2 Wochen machen, wenn es nicht zu warm wird. Irgendwann nach 3 Wochen fängt es ein bisschen komisch zum Riechen an. Ist, glaube ich, so der Dynamik im Kübel geschuldet da. Wenn man das offen stehen lassen würde, glaube ich, wäre da auch nichts. Ja, probiert es einmal aus. Funktioniert gut. Kann man sich ganz gut darauf verlassen. War es das? Die Session geht zu Ende. Wir waren jetzt hier, sind am Freitag um 18 Uhr schätze ich angekommen und haben dann noch 2-3 Stunden gefischt, gleich am Anfang 2-3 gute Fische fangen können. Hier ist ja noch immer Nachtfischverbot, das heißt, wir haben in der Nacht nicht geangelt, sondern geschlafen. Ab 10 Uhr waren die Ruten heraus und ab 4:30 in der Früh waren sie wieder drinnen. Wir haben geschaut, dass wir haben natürlich vorbereitet, dass wir in der Früh schnell die Ruten legen können und wieder schnell auf Fisch kommen können, weil, wie gesagt, das Zeitfenster wahnsinnig klein ist. Also du hast bis um 10 spätestens am Vormittag Zeit. Dann gehen keine Fische mehr hier in dem Areal, auf dem Spot im Moment. Man merkt es auch, was die Fischaktivität am Wasser angeht, war kaum noch was zu sehen tagsüber, weil es einfach zu warm war. Könnte sein, dass sich die letzten Fische jetzt schon Richtung Laichgebiete aufmachen und dort den Laich loswerden wollen. Der eine große Schuppi, der war ja noch knallvoll. Ein Milchner dazwischen, der hat auch nicht mehr viel Milch rausgelassen, nur ein bisschen. Das heißt, ich glaube, dass er, wie gesagt, wie ich es vorher gesagt habe, ein Teil der Fische schon durch ist, die großen vielleicht jetzt noch drankommen. So gesehen bin ich eigentlich richtig froh, dass uns der eine große noch gelungen ist. Wir haben fast hauptsächlich 28 mm und Quilex gesoakt mit langen Vorfächern gefischt. Ich habe ein bisschen was ausprobiert, bin weggegangen von meinem Standardlänge, bin so 25-30 cm Rigs gegangen mit dem Effekt, dass der Hakensitz nicht mehr 100% perfekt war. Es war nicht mehr alles mit der Unterlippe, sondern alles schon teilweise im Mundwinkel dabei gewesen. Also das Durchschnittsgewicht war größer als bei sonstigen Sessions, das muss ich schon sagen. Wir haben einen einzigen Fisch unter 10 Kilo gehabt und der Rest war über 10 Kilo, was auf dem Gewässer schon einmal ein ganz gutes Zeichen ist. Wie gesagt, der eine Ausnahmefisch ist uns auch gelungen, also so sind eigentlich happy. Für uns geht es jetzt zu Ende, wir werden jetzt zusammenpacken. Wir kommen jetzt in die beißtote Zeit, wo gar nichts mehr gehen wird. Tobi, wie hat es dir gefallen? Gut, war sehr cool. Ja? Kommst du beim nächsten Mal wieder mit? Ja. Vielleicht? Schauen wir mal. Gelsen haben dich ein bisschen zerstochen. Ja. Das ist ein bisschen mühsam. Wie viele Fische haben wir gefangen?
19, sehr geil. 19 Karpfen und ein paar Weißfische waren auch dabei mit der Pop-Up-Fischerei. Das bleibt leider nicht aus. Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, rundum zufrieden. Hätte schlechter laufen können. In den kurzen Beißphasen, 19 Fische fangen, war eigentlich top. Wir haben genau auf dem Platz, nämlich übrigens, ich verlinke das Video nachher in der Videobeschreibung, die Wintersession gedreht, wo ich im Winter, im Februar, hier auf dem Platz 40 Fische fangen konnte. Alle mit Partikel und Pop-Ups, kleinen Pop-Ups gefangen, weil hier um die Jahreszeit dann auch noch zusätzlich ein Beuteverbot herrscht. Man sieht dann schon, was die Selektion ausmacht. 24, 28 mm im Schnitt. Damals waren die Karpfen natürlich, diese 40 Stück, viel, viel kleiner. Da sind wir bei weitem nicht auf diese Durchschnittsgewichte gekommen wie bei der Session. Ja, von uns war's das. Ja. Gesund bleiben, dranbleiben und tschüss. Ciao. Tschüss.